Fast 300 Teilnehmer kamen zum Arlberger Bike Marathon. Der 41 Kilometer lange Rundkurs führt über die Butzenalpe, den Gampen, zum Verwaldsee, ins Moostal und zurück nach St. Anton. Für circa ein Drittel der Radler ging es nebenbei auch um wichtige Punkte für den Arlberg Adler. Es ist immer ein cooler Tag, viele Leute stehen auf der Strecke, man ist ein bisschen nervös und ja, man gibt halt alles. Ja, es war eine super Veranstaltung. Der Weiße Rausch war heuer schwierig zu fahren mit dem Nebel, aber für mich persönlich eine super Zeit. Der Kombilauf war mir etwas zu heiß, da habe ich etwas geschwächelt. Bike-Marathon, heute wieder super Wetter, super Streckenverhältnisse. Und heuer mein erstes Mal mein Ziel erreicht, unter 2,30. Und das i-Tüpfelchen war nochmal Teamwertung, Platz 3, Team Bobos 1. Insgesamt freue ich mich wieder aufs nächste Jahr 2014. Ostersamstag werden die Karten wieder neu gemischt. Ja, das Jahr war es hart für mich. Beim Weißen Rausch hat es mich ordentlich geschmissen, damit habe ich jetzt noch ein wenig zu kämpfen. Aber ich habe dann die Hoffnung aufgegeben, das heiße Wetter beim Jakobilauf hat mir ein wenig entgegengespielt, das hat die anderen ein wenig mehr belastet wie mich, habe wieder aufholen können und heute beim Radrennen ist mir wieder super gegangen und war einfach wieder ein toller Wettbewerb. Die Katze, die Dose wird wirklich ein Tanz von der Wahlwerke.